Morgen. Ich bin hier auf dem Markt bei der Angelika Bleier, beim Eierbleier. Und hier gibt es Eier und Nudeln und Honig. Angelika, seit wann seid ihr auf dem Markt? 50 Jahre. Oh, 50 Jahre. Mein Opa hat angefangen. Dein Opa hat angefangen. Und du bist schon als kleines Kind, hast du hier diesen Eierbleierstand gekannt. Nach meinem Abitur. Da hast du angefangen. Ja. Aber davor hast du ihn als Kind hast du auch schon mitgearbeitet. Richtig. Was steckt denn eigentlich so dahinter? Was musst du machen? Wie sieht dein Alltag aus? Mein Alltag ist anstrengend. Ich stehe morgens um 3 Uhr auf. Um 3? Ja, weil ich ja morgen und weil ich ja von Ellwangen ist unsere Firma. Mhm. Und dann muss ich meinen Wagen einräumen zu Hause und auf den Wochenmarkt gehe ich von Dienstag bis Samstag. Montag hast du frei. Montag hast du frei. Habe ich frei. Okay. Habt ihr selber Hühner? Nein, aber wir haben Bauern in Mohab, wo ich meine Freilandeier herhole. Und Ludwigsburg meine Bio-Freilandeier. Und die Bodenhaltung auch aus Mohab. Und die Nudeln? Wer macht die Nudeln? Die machen wir selber. Die macht ihr selber? Die machen wir selber. Die macht ihr bei euch selber? Du machst Nudeln? Aber wir haben auch nicht nur Nudeln, wir haben auch Frischgeflügel. Ah, ihr habt auch Frischgeflügel, genau. Ja. Kommen jetzt die Hasen, die Gänse, Enten kommen jetzt zu Weihnachten. Ja, stimmt, jetzt kommt die Gänsezeit und die richtig. Entenzeit. Sehr schön. Das heißt, du stehst um 3 Uhr auf und gehst wann ins Bett? Um 8:30. Also ein wirklich, wirklich anstrengender Tag. Ist eigentlich, wie ist das jetzt am Weihnachtsmarkt? Jetzt soll ja der Weihnachtsmarkt hierher kommen. Wie werdet ihr das dann machen? Der Weihnachtsmarkt wird integriert. Mitten zwischen die Stände? Ja, so habe ich gehört. Okay. Vom Marktmeister. Und ihr bleibt dann hier? Wir bleiben hier. Ja. Und baut euch, habt dann drumherum, habt ihr dann Jingle Bells. Ja. Genau. Gibt es an Weihnachten irgendwas Besonderes? Gibt es Weihnachtseier? Oder, Leider nicht, aber Weihnachtsgänse. Weihnachtsgänse gibt es. Ja, Enten, frische Puten. So. Und die sind das Freilaufende? Alles Freilaufende. Die haben wir aus Bayern bekommen. Aus Bayern, ja. Ja, Angelika, dann vielen Dank. Ihr Lieben, wenn ihr Lust habt auf eine gute Weihnachtsgans oder jetzt erstmal die Martinsgans, dann kommt hier zum Eierbleier und die Angelika freut sich auf euch. Vielen Dank. Bis dann.